Yo, hi Leute, hier ist Shinsu. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Final Fantasy 15 Episode Dusky. Duskae, wie auch immer. Ja, in unserer letzten Folge haben wir hier versucht, den Behemoth außer Gefecht zu setzen. Aber leider ist unser Plan nach hinten losgegangen. Jetzt müssen wir uns was anderes überlegen. Ja. Yeah. Also wir haben da hinten eine Wegmarke, ich weiß jetzt aber nicht, ob das noch die alte ist. Nee, ist was Neues, okay. Ich denke mal, dann sollten wir wahrscheinlich dann zur Schoko Range gehen. Also da haben wir schon mal so einen kleinen Anhaltspunkt. Naja, also wir müssen uns dann jetzt einen Alternativplan überlegen, was wir jetzt machen. Eine neue Strategie oder Technik, wie auch immer. Es sei denn, Leute. Wir können vielleicht doch nochmal hier diese Boygroup-Geschichte überlegen. Was sagt er? Können wir vielleicht an ein, zwei Abende vielleicht doch hier genügend Geld zusammen auftreiben? Ja, ich sehe schon, ich kann euch nicht so wirklich davon überzeugen. Also würde ich mal sagen, gehen wir mal weiter Richtung unserer Spur. Ich muss aber auch sagen, so, also in den neuen, nicht nur in den neuen, also ich glaube seit der PlayStation 2 oder PlayStation 3, die Rollenspiele, die sind auch so ein bisschen in mancher Hinsicht einfacher. Die sagen, die machen so Markierungen und zeigen, wo man hin muss oder so. Wisst ihr, also da kann man, früher musste man irgendwie so lesen, wohin, oder musste man dann selbst das suchen. Jetzt ist das einem so alles schon bisschen vorgegeben und da kommen auch wieder hier ein paar Gegner. Okay. Oh ja, hier ist jetzt so ein größerer Trupp. Würde ich mal sagen, knöpfen wir uns mal vor. Zack. Zack. Oh, jetzt sind da fast keine MP mehr. Gucken wir mal hier erstmal weg hier. Knüpfen uns nicht. Nein. Den wollte ich mir vorknüpfen. Zack. So, weg. Und den nächsten. So, sauber. Zum. Wow. Geil. Super, haben wir geschafft. Das haben wir geschafft hier, super. Nice. Okay, Leute, die Straße ist frei. Sie können weiterfahren. Okay, er bleibt stehen. Sitzt auch jemand? Können wir auf das Auto springen? Nee. Und hinten auch nicht. Was? Schon wieder? Mein Gott, ihr könnt aber auch hier uns in die Ruhe lassen. Wa? Boom, boom. Das finde ich lustig mit dem Rundumschlag. Sweet! Ich bin auch sweet. Zack. Und von hinten, fuck. Da ist noch einer. Ach schade, da habe ich jetzt. Da kann ihn vielleicht so angreifen, aber nicht. Da ist er doch schneller. Zack. Und zack und zack und hier. Ja, sauber. Da ist irgendwo noch einer. Da. Der mit der Standarte hier. Zack. Zack. So, super. Ich will mir mal kurz angucken. Ah, okay. Die Flagge verschwindet im Boden. Oh.
Da kommen schon wieder welche. Nee, ey, kommt, Freunde, jetzt lasst mal hier weitergehen. Wir wollen auch noch fertig werden. Die lassen wir mal jetzt. Ja, in der Demo wurde auch ein bisschen kritisiert, dass zu viele, die zu ein bisschen zu viele gekommen sind. Ich weiß jetzt nicht, wie das dann im fertigen Game aussieht. Dann werden wir uns mal nochmal da überraschen lassen. Ja, du kannst vorbeifahren. Ah, da kommt schon wieder der nächste. Ah, wo fällt? Nein, lass gut sein hier. Wir wollen jetzt auch mal weiterkommen. Kämpfen können wir später auch noch. Kommt da nicht schon wieder eins? Na gut, ey. Tokyo Hotel und Tour hier heute. Ah, Moment mal, hier war was. Da können wir aber mitnehmen. So viel Zeit muss sein. Wie ist das eigentlich bei euch so? Könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben, wenn ihr dann immer so Truhen seht oder so Collectible Zeug so im Spiel, seid ihr dann immer so, dass ihr dann immer dahin rennen müsst und immer das dann auch einsammelt? Oder ist dann eher so, dass ihr dann sagt, ach, lässt mich kalt? Können Sie ja mal in die Kommentare schauen. Also bei mir ist das so, ich bin meistens, ich sammle das immer dann gerne alles ein. So, wo sind die? Wo sind die? Ah, okay. Okay, er wollte also auch. Ah, okay, ich glaube, das war jetzt ein anderer. Weil hier, er wollte mich angreifen, kam ja das Zeichen hier, also wird mir angezeigt. Dann habe ich dann hier diesen Sprung gemacht, diesen bis zu dem Gegner hin teleportiert und wollte ich mal testen, ob das klappt, ob ich irgendwie diese Attacke umgehen kann, also verarschen kann. Aber ja, also ich weiß jetzt, ich glaube, das war aber ein anderer, der mich dann angegriffen hat. Das war jetzt ein zweiter. Ja, hier waren wir auch schon mal, wo wir da vor ein paar Folgen den Behemoth noch mal gejagt haben. Und die Runde ist eröffnet. Vielleicht sollte ich mal gleich. Los, los, los. Zack, zack, zack. Ich will mal vielleicht auch mal die Waffe nochmal wechseln. Komm, ja. Zack. Ah, gut, aber. Wenn der eine einen angreift und man erfolgreich pariert und kontert, aber noch ein anderer kommt, dann klappt das nicht, okay? Nee, ich will mal gleich das große Schwert mal hier, die große Wumme mal testen. Ein bisschen was anderes mal hat. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich habe gerade hier eins von den, oh, von den Schiffen gehört. Ja. Ich nutze mal kurz die Zeit hier um. Nee, das war hier. Waffenmenü. Hier nehmen wir mal. Warte mal, ich glaube, ich muss hier wahrscheinlich auf das Schwert. So. Ja, genau. Dann gehen wir hier zum. Warte. Wegmarken zur Chocobo Ranch. Witz. Chocobo Ranch. Da stand auch noch so eine. Vom Bettelkönig zum Prügelknaben. Okay. Bin ich mal gespannt, was uns da erwartet. Ah, das sieht doch hier schon so ein bisschen was nach was aus. Ein bisschen Zivilisation wieder.
Ja, hier sind die Schokobos. Also, so jetzt Leute, so Final Fantasy Zocker, die wissen dann, was der Schokobos sind. Für die anderen, ja, also bei Final Fantasy gibt es so Reitvögel, quasi so, Strauß-ähnlich, so ein bisschen. Und ja, die sind halt so bekannt, die sind halt so ein Markenzeichen der Serie. Und die sehen halt immer auch so ein bisschen anders aus in jedem Teil, aber das ist so die Version wahrscheinlich an, auch die dann in Final Fantasy 15 sein wird. Ich weiß jetzt nicht, ob die da noch großartig was ändern werden. Was steht hier? Aus Sicherheitsgründen bis auf weiteres keine Schokobo-Vermietung. Wir bitten um Ihr Verständnis. Ja, und die dienen dann halt auch zum Reiten, also richtig so als Reittier. Und man kann dann auch im finalen Spiel dann auch mit denen reiten. Ist auch ziemlich nice. Jo, hallo. Na? Alles okay hier? Alles okay? Ah, nicht weglaufen. Ich wollte sie doch einladen hier ins Café hier nebenan. Kein Interesse. Es ist die Frisur. Prompto, nein, komm, Prompto, hör auf. Nicht so aufdringlich. Dann ist. Okay. Da habe ich jetzt nicht richtig gelesen. Drastischer Anstieg der Goblin-Raubüberfälle. Okay. Anwohner fordern Versiegelung der Fassia Höhle. Okay. Aber wie man sehen kann, kann man leider nicht mit allen Leuten hier sprechen. Also es gibt mit manchen Leuten kann man reden, aber nicht mit allen. Ein bisschen schade, aber gut. Da, genau. Wenn die hier so ein Symbol haben, dann kann man mit denen reden. Watching their little beaks peck at their greens and grains. Ja. Und die Markierung. Ich finde das auch interessant, dass die Leute, also unsere Crew, dann immer irgendwie sich auch so ein bisschen, wenn man irgendwo so einen Ort erreicht, auch so ein bisschen selbstständig beschäftigt. Was steht hier? Ich glaube das gleiche, oder? Weißt du, wie viel stehen, damit ihr Kinder sie einmal selbst zählen können, über Nacht. In unserem Wohnwagen, ja. Auch lustig hier so eine Werbekampagne. Gucken, was sie hier zu sagen haben. I gather you're all taking in the sights. Sure are a lot to take in on these parts. But you still clear that cave nearby if you know it's good for you. Wouldn't want that to be the last sight you see. Okay, kann man hier noch einkaufen? What's that? Come around looking for a chocobo ride? Well, you're out of luck. They're not ready. Kaufe alle Zutaten ein, um bei verschiedenen Gerichte zu kochen. Okay, hier können wir also nicht, glaube ich, heil. Doch, können wir auch. Ja, sag mal so ein bisschen, was hier, ne? Was anderes zu essen wäre auch mal nett. Kommen auch noch ein bisschen was. Oh, ja, das. Rechts oben, 360, okay. Ah, da wir auch mal so ein bisschen hier was anderes haben, Freunde. Ich denke mal, wir sollten vielleicht noch ein bisschen. Da. Gegenmittel. Pff, weiß nicht, vielleicht werden wir das auch brauchen. Gucken wir erstmal ein. Ja gut, dann denke ich mal, müssen wir als nächstes dann in die Höhle gehen. Ah ja, für den Fall, falls ihr mit den hofft, mit den Schokobos zu reiten. Nein, in der Demo geht es leider nicht. Also es ist dann nur für das finale Spiel. Neu im Verkaufsregal Giza Chips. Ein gesunder Snack. Nicht nur für Schokobos. Okay. Ja, also wie gesagt, leider kann man in der Demo die nicht reiten. Die sind erst im finalen Spiel, stehen die zur Verfügung. Ja, gut, ich meine, jetzt gucken wir mal auf der Karte. Da sehen wir auch schon rechts dann auf der Karte, da ist die Höhle markiert, also das ist unser nächstes Ziel. Das ist das, was ich meinte, so früher in den alten Spielen. Da war das jetzt nicht so, da musste man dann immer so ein bisschen ausknobeln, wohin man gehen muss und so. Heute bei den, auch auf PlayStation 3 oder auch bei einigen auf PlayStation 2, da wird einem das schon vorgezeigt. Naja gut, aber ich würde mal sagen, dann beenden wir die Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut, Freunde. Bis dann.